Ja, servus meine sehr geehrten Damen und Herren zu einer weiteren Jubiläumsfolge der Lost Places in Linz. Ja, das ist eindeutig mein Format, das jetzt schon am weitesten fortgeschritten ist. Folge 20 heute hier beim Ibis Hotel, das am 23. Dezember geschossen werden soll. Im Frühjahr hat es noch geheißen, es wird einmal ein Wohnhaus werden. Jetzt sind die Bestimmungen eher für ein Flüchtlingsheim, weil das momentan in aller Munde ist. Ja, und ich bin heute noch hier, wie es jetzt im Hotel noch so ausschaut. Also in knapp 2 Wochen wird dann das Ibis Hotel zusperren. Wenn es wieder dann auflädt, ist nur mal 1 Woche da. Ja, und dann schauen wir, was ab 23. Dezember dann schlussendlich daraus werden soll, weil es wieder schon wieder diskutiert, ob jetzt Wohnheim, Flüchtlingsheim, keine Ahnung, nur leer stehen wieder drüben die Waldeckstraße, also es stehen alle Türen und Fenster offen. Na, Fenster Gott sei Dank nicht, weil sonst da ist es nicht cool, danke. Ja, insofern Pluspunkte für ein Flüchtlingsheim sind halt eben die nahe Verkehrsanbindung. Das heißt, man kommt mit Bus, man kommt mit Zug, man kommt mit der Straßenbahn überall hin. Man hat im Hauptbahnhof in Spa, man hat lauter Lebensmittelgeschäfte umgeben, lauter Essenslokale, Bars. Also von dem her ist das Flüchtlingsheim sehr gut gelegen. Ja, aber wie gesagt, das Ganze ist noch in Diskussion. Was dann schlussendlich daraus werden soll, das steht ja auch dann wie bei der Waldeckstraße. Da haben sie auch gesagt, dass sie im Herbst 2022 anfangen, das abzureißen. Das steht alles in den Sternen, was einmal daraus werden soll.
Ja, und dann da unten im Erdgeschoss befinden wir uns bei der Rezeption und auch im Essensraum. Schaut da echt nett aus, ich war da noch nie drin. Aber da lässt sich schon leben. So, ich glaube, jetzt bin ich durch mit dem Hotel Ibis, alles bis auf die Reception. Da waren lauter Leute die ganze Zeit rum, habe jetzt nur einen Essensbereich im Erdgeschoss für mich kennen. Sonst befindet sich eigentlich eh nicht viel unten, eher da halt oben dann die Zimmer. Ja, und das war es eigentlich schon wieder da vom Standort hier am Hauptbahnhof. Gleich daneben halt wie immer der Wiesnsturm, auch eine wundervolle Aussicht oder auch am Terminal Tower. Ja, und ich werde jetzt wieder dann den Heimweg antreten. Gut, das war's hier von einer Jubiläumsausgabe der Lost Places. Dann sage ich wieder Servus und bis zum nächsten Mal.